pisst wie die Sau. Es ist so eine Scheiße. Hier sieht man, standen sie alle drei in einer Reihe quasi. Warum? Warum mache ich so eine Scheiße überhaupt? Schönen guten Hallo, herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Tag. Gestern war irgendwie bei uns allen Ruhetag. So weiß ich nicht. Wir waren aus verschiedensten Gründen ziemlich platt. Darum haben wir es einfach den Netflix-Tag genannt und haben einfach Pause gemacht gestern. Das Wetter war auch wieder nicht so gut gestern. Mein Glück, denn heute habe ich dieses wunderschöne Wetter. Dieses wundertolle Wetter, um zurückzufahren. Geil, oder? Geil. Und schaut mal hier, hier bin ich am Samstag auch lang gefahren. Und diese Kreuzung hier, diese kleine Kreuzung zwischen den Feldern, das war ein riesiger See. Das war alles voll mit Wasser. Und heute sind nur noch drei Pfützen übrig. Warte mal, jetzt kommt da noch so ein Träger. Da muss ich, glaube ich, mal Platz machen. Ich weiß nicht, ob der hier durch will. Da räumen wir doch mal unseren Kram hier an der Seite. So. Schafft er. Schafft er. Schafft er. So. Das war alles voll mit Wasser hier. Und heute habe ich einfach schönes Wetter. Ey, ist das nicht toll? Ja, ne? Paar Kilometer habe ich schon hinter mir, paar habe ich noch vor mir, bis zu so einem, ich guck mal, ob da noch was ist. Da soll ein ganz interessanter Spot sein. Schaue ich mir mal an und dann melde ich mich einfach wieder. Vielleicht können wir heute sogar ein bisschen Drohne fliegen. Müssen wir gucken. Ist noch relativ windig teilweise. Aber im Gegensatz zur Hintour. Alter, es ist so. Es war so geisteskrank. Also, ich melde mich. Tschüss. I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Oh, da bin ich angekommen. Das sieht schon sehr wild aus, wieder hier mit irgendeiner ausgestopften, weiß ich nicht, ist keine Voodoo-Puppe, ist ein Schneemann einfach nur. Alter, was ist das hier? Gemütliche Sitzecke. Das ist ja so zugewachsen hier. Ja, da hinten ist auch noch eine Hütte. Wasser, Schottjäger, Bier, Cola. Das ist ja fast wie gestern Abend. Hier ist ja noch komplett alles da. Sessel, Stühle.
Schränke. Glasvitrine. Hier noch alte Bilder. Das Langhaus. Ein einfaches Bett für den Stammesältesten oder der schwangeren Frau. Was ging denn hier bitte ab? So lebte man vor 7000 Jahren. Da draußen sind auch noch Wohnwagen, da sind noch, aber da kommst du überall nicht hin. Hier ist alles so zugewachsen. Kühlschrank, der ist leer. Könnte fast so eine Art Jugendzentrum hier gewesen sein, ne? Oh, Alter! Gläser, Tassen. Das ist ja verrückt, dass hier einfach so viel an Mobiliar noch da ist und so. Verrückt. Oh mein Gott. Hier steht einfach ein Foto von einem älteren Herr mit Blumen und einer Urne. Crazy. Ja, Leute, ey, diese Hütte ist irgendwie mehr als verrückt. Ich habe keine Ahnung, was hier abgegangen ist. Total weird. Das Problem ist, dass ich hier nicht durchkomme und dahinter noch eine zweite Hütte ist. Es ist einfach viel zu lange zugewachsen hier. Crazy. Aber vielleicht können wir noch ein bisschen hochfliegen und mal gucken, was da noch so ist. Weiß ich nicht, aber ganz komisches Gefühl, ey. Ganz, ganz komisch.
komisches Gefühl. Ah ja, gut. Es macht irgendwie ja, so ein Lattenrost. Es macht so ein bisschen den Eindruck, als wäre es so ein Jugendzentrum gewesen oder sowas. Aber keine Ahnung, mit diesem komischen Altar da und so. Weiß ich nicht, was hier abging. Keine Ahnung. Nun gut. Oh, Freunde, ich bin jetzt noch mal gucken gegangen. Dieser Gedenktisch, der hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Ich gucke mal, ob ich euch noch mal ein Bild einblende und dann irgendwie das Foto ausschwärze oder so. In diesem urnenartigen Gefäß ist Tatsache, also standen zwei Plastikblumen da, ein Foto von einem Herrn und dieses urnenartige Gefäß. Und in diesem urnenartigen Gefäß ist auch Asche drin gewesen. Ich kann natürlich nicht sagen, ob das jetzt wirklich Asche von dem Herrn oder so ist oder ob das einfach nur ein Spaß ist. Keine Ahnung, aber es ist seltsam. Nennen wir es seltsam. Keine Ahnung, Freunde. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist ein sehr, sehr skurriler Ort hier. Überall stehen irgendwelche Container rum und so alte Wohnwagen hat man aus der Luft noch gesehen. Da vorne steht auch noch ein Container. Das Ding ist, da kommt man überall nicht hin. Da kommst du überall nicht hin, es sei denn, du hast eine Machete oder sowas dabei. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da jetzt noch weiter gucken soll. Nachdem, es war sehr interessant. Es war sehr interessant. Egal. Let's go. Weiter geht's. So, Freunde, ich sitze hier auf einer wunderschönen Parkbank und habe noch 10 Minuten bis zu Hause. Das heißt, fast geschafft an unserem wunderschönen Fluss. Genieße noch ein bisschen das Wetter. Das war's von dem Trip. War ziemlich geil. Ein Bruchmoment habe ich gehabt, als ich Stunden durch den Regen hingefahren bin. Dann bei Thomas wollten wir ja Geburtstag feiern für das schöne Bierchen. Endlich angekommen bin, mich auf eine schöne Dusche gefreut habe und nachdem ich Stunden durch den Regen gefahren bin und unter der Dusche stand und er einfach eine Regendusche hat. Du wolltest einfach nur so einen harten Strahl haben, der dich rannimmt und du bekommst eine Regendusche. Ach ja, egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal gucken, was ich davon alles verwurste. In diesem Sinne, ich mache mich jetzt die letzten Meter auf nach Hause und dann war es das. Insgesamt sind 143 Kilometer dann auf der Uhr. Das war's und das alles nur für ein Bierchen zu Thomas Geburtstag. Aber es war geil.